Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es bei uns dieses leckere Moussaka und wenn ihr sehen wollt, wie ich das mache, dann bleibt dran. Ich habe hier 4 mittelgroße Kartoffeln und 4 Auberginen. Die werde ich jetzt schälen und schneiden und dann kommen die erstmal aufs Backblech und in den Backofen. So, das Gemüse kommt jetzt in den Backofen. Den Backofen habe ich vorgeheizt auf 180 Grad und da wird es jetzt schön backen. Ich werde es ab und wann mal umrühren. Ich gucke mal und wenn es schön richtig goldbraun und kross ist, dann wird es rausgenommen. Während die Kartoffelscheiben und die Auberginescheiben im Backofen sind, kann ich schon mal die Soße vorbereiten. Dafür verwende ich 3 Peperoni, eine Tomate, eine Zwiebel, 1 Esslöffel Paprikamark, 1 Becher so passierte Tomaten, das sind grob passierte, 1 Handvoll Petersilie, 250 Gramm Hackfleisch, ein bisschen Olivenöl und hier habe ich Knoblauch, Pfeffer, Salz, Oregano und Chiliflocken. Und jetzt können wir auch schon gleich loslegen. So, ich habe die Paprika, die Zwiebel und die Tomate jetzt soweit vorbereitet. Jetzt kann es auch schon losgehen. So, ich fange damit an, indem ich ein bisschen Olivenöl nehme. So, ich habe den Herd jetzt klein geschaltet und bei niedriger Hitze köchelt das jetzt 5 bis 10 Minuten. Jetzt kommt nur noch die klein geschnittene Petersilie dazu und dann ist die Soße auch vorerst fertig. Das Gemüse ist jetzt soweit fertig. Es war genau 40 Minuten im Backofen. Ihr solltet darauf achten, dass eure Kartoffeln schon so schön goldgelb aussehen. Und die Auberginen, da müsst ihr mal gucken, wie lange das in eurem Backofen dauert. Bei manchen Backöfen dauert es länger, bei manchen kürzer, müsste man halt mal gucken. So, für die Béchamelsoße habe ich hier 30 Gramm Butter. Die bringe ich zum Schmelzen. Wenn die Butter geschmolzen ist, kommt das Mehl dazu. Hier habe ich 30 Gramm Mehl. Das lasse ich so ein paar Sekunden brutzeln. Und dann kommt auch schon die Milch dazu. Ich habe hier 300 Gramm Milch und die werde ich langsam dazugeben. Ein halber Teelöffel Salz.
und ein bisschen Muskatnuss. Wenn euch die Soße ein bisschen zu dick vorkommt, könnt ihr das immer mit ein bisschen Milch noch verdünnen. So ist die Konsistenz aber schon sehr gut. So, die schalte ich jetzt aus und tue es erstmal beiseite. Und dann können wir auch schon das Moussaka schichten. So, als erstes nehme ich ein bisschen von der Soße und verteile es so auf dem Boden der Form. Dann kommen ein paar Kartoffeln darauf. Wieder ein bisschen von der Soße. Dann die Auberginen. Man kann die Auberginen auch vorher frittieren, statt in den Backofen zu tun. Aber das wird dann ganz schön schwer. Also ich bevorzuge das, die im Backofen vorzugaren. Dann ist es ein bisschen leichter. Die saugen ja auch so viel Fett auf. Jetzt wieder ein bisschen Soße. Und jetzt durch die restlichen Kartoffeln drauf. Die restlichen Auberginen. Und die restliche Soße. So, in die Pfanne tue ich jetzt so ungefähr 100 Milliliter Wasser und spüle sie nochmal aus und das gieße ich dann nochmal rüber. Hier die leckere Bechamel-Soße von eben. Die kommt jetzt auch darauf. So, und hier habe ich ungefähr 130 Gramm geriebenen Mozzarella. Ihr könnt den Käse eurer Wahl nehmen, den ihr am liebsten habt. Und dann habe ich hier noch so 10, 12 Cherry-Tomaten und ein paar scharfe Peperoni. Bei uns geht ja nichts ohne Peperoni, wisst ihr ja mittlerweile, wir mögen es scharf. Und die Tomaten werde ich jetzt noch halbieren und darauf tun und die Peperoni auch. Und dann ist das Gericht auch schon fertig für den Backofen. Das Gericht ist jetzt fertig und kann in den Backofen. Den Backofen habe ich vorgeheizt auf 180 Grad Umluft und da wird es drin backen. Im Anschluss sage ich euch noch die genaue Zeit, wie lange es im Backofen war. So, das leckere Moussaka ist jetzt fertig. Es war genau 40 Minuten im Backofen. Und das sollte aber, bevor es serviert wird, unbedingt noch so 10 Minuten stehen, weil das arg heiß ist. Und nachher, wenn ich es serviere, dann filme ich es auch nochmal und dann zeige ich es euch. Probiert dieses Rezept unbedingt mal aus. Und wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.